Die Nekropole Sopra Ripa ist frei zugehbar und es ist kein Eintrittsgeld vorgesehen. Ein waldiger Pfad führt an zahlreichen etruskischen Felsengräbern vorbei und endet schließlich beim Grabmal Tomba della Sirena, das leider nur aus einer gewissen Entfernung betrachtet werden kann. Auf einer Scheintür, die den Zugang zum Jenseits darstellt, befindet sich eine Inschrift mit etruskischen Schriftzeichen, die von rechts nach links gelesen werden und keinen Freiraum lassen zwischen den einzelnen Wörtern. Und zwar steht geschrieben Nulli Navel Velus, also übersetzt Sohn von Vel. Das Konterfei des Begrabenen liegt auf einem steinernen Bett unterhalb eines Rundbogens. An der rechten Seite des Grabes sind noch die Reste einer stehenden Skulptur zu erkennen. Das Relief im Giebel ist leider sehr durch die Witterung angegriffen. Erkennbar ist noch die gleiche Frauenfigur, die auch im Giebel der Grabstätte Demoni Alati in der gegenüberliegenden Nekropole Felceto abgebildet wurde. Auch hier hat die Frauenfigur zwei gespreizte wellenförmige Beine. Weitere Figurenfragmente zeichnen sich auf dem Giebel ab. Auch das Gebälk zeigt noch stilisierte Blütenornamente, alternierend mit rechteckigen Formen. Gut erhalten ist der schmale Dromos, also der Zugangskorridor, der in die sehr kleine unterirdische Grabkammer führt, die jedoch leider nicht besichtigt werden kann. Zugehörig zu dieser Nekropole ist die Via Cava San Sebastiano. Über eine schmale Stiege gelangt man zum Bereich oberhalb des Hohlweges, wo in späterer Zeit zwei Grabkammern in eine kleine Kapelle umfunktioniert wurden. An den Wänden finden sich eingeritzt lateinische Kreuze. Beeindruckend ist von hier aus der Blick abwärts in den steilwandigen Hohlweg.